Sehr geehrtes Publikum, es ist eine sehr große Ehre, dass ich hier heute diesen Vortrag halte. Die FU ist eine Universität, die ich seit langer Zeit kenne, weil durch ein DAD-Stipendium, als ich in Griechenland studiert habe, das war die erste deutsche Universität, wo ich studiert habe. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich jetzt heute bei Ihnen bin. Das Thema meines Vortrags ist Griechisch als Herkunftssprache. Και για να τιμήσουμε την ελληνική γλώσσα, γι' αυτό το έγραψα και στα ελληνικά. Γιατί στα ελληνικά αυτή η ορολογία δεν είναι και πάρα πολύ γνωστή. Τα ελληνικά ως γλώσσα πολιτισμικής κληρονομιάς. Und deswegen habe ich eine Krawatte auch getragen mit den griechischen Buchstaben, um zu sagen, es geht hier um die griechische Sprache. Also, Sie werden mich nicht sehr oft mit einer Krawatte sehen. Das ist ein sehr besonderer Tag heute. Also, wie Uli schon gesagt hat, mein Lehrstuhl ist zum Thema Mehrsprachigkeit und deswegen meine Forschung ist, ich untersuche Griechisch in Kontakt auch mit anderen Sprachen. Hier ist die Reihe der Themen, die ich heute besprochen werde. Ich werde anfangen mit Mehrsprachigkeit in der Vergangenheit und heute ein bisschen auch über die Vergangenheit zu sprechen. Denn heutzutage spricht man über Mehrsprachigkeit, als ob das etwas Neues ist. Das ist aber nichts Neues. Das hat immer gegeben. Dann Sprache, Verb, eine Muttersprache. Ist es bei allen gleich oder haben wir unterschiedliche Prozesse da? Dann, was sind diese Herkunftssprachen? Warum sind sie interessant zu untersuchen und was können wir von ihnen lernen? Dann Griechisch als Herkunftssprache und dann werde ich ein bisschen über Forschungslücken und künftige Forschung sprechen. Mehrsprachigkeit, wie gesagt, ist nichts Neues. Es gibt Evidenz aus einer sehr langen Zeit. Hier, das ist ein Tablett aus Mesopotamien. Das ist eine Wortliste in sumerisch-akkadisches Glossar in der Louvre, wo Namen von Tieren, Pflanzen, Steinen und anderen Objekten in mehr als einer Sprache gelistet sind. Und in den letzten Jahren gibt es auch ziemlich viele Forschung zum Thema Mehrsprachigkeit in der Antike und in früheren Zeiten. Hier sind zwei Beispiele. Multilinguals in the Greco-Romanian World, Learning Latin and Greek from Antiquity to the Present. Und es ist interessant, ziemlich viele von diesen Veröffentlichungen sind auf Englisch, obwohl es um Mehrsprachigkeit geht. Mehrsprachigkeit heute, das ist mein Thema. Es gibt Studien zum Thema Mehrsprachigkeit, aber der Fokus ziemlich oft ist auf Zweitspracheverb oder Fremdspracheverb. Also man untersucht in der Schule, wie Kinder eine Fremdsprache lernen, Englisch oder Französisch. Sprachverb bei Erwachsenen, wie sie Fremdsprachen lernen. Und auch Zweitfremdspracheverb als Folge von Migration. Man migriert, man muss eine neue Sprache lernen. Was passiert da? Und meistens geht es um die erste Generation. Und dieser Fokus in der ersten Generation auf Fremdsprache oder Zweitsprache ist dann hauptsächlich, weil man in diese Prestigesprachen konzentriert. Also wie man Englisch lernt, Französisch lernt, die Sprache des Landes, wohin man migriert hat. Und in dem Fall geht es um Integration. Denn es ist sehr wichtig, man zieht in ein anderes Land um, man muss gleiche Chancen haben und um das zu haben, muss man auch die Sprache sprechen. Also deswegen ist der Fokus sehr viel um Fremdsprache, Zweitsprache. Dadurch, das Ziel ist, die Beschreibung dieses Prozesses zu machen und beschreiben, wie lernt man eine Sprache? Was sind die Herausforderungen? Welche grammatische Strukturen sind schwer? Welche sind einfacher?
Man entwickelt Spracherwerbstheorien über die Beziehung zwischen Sprache, Kognition, Sprache und Gehirn. Und es gibt auch praxisbezogene Studien, wie kann man Sprachen effektiv lernen. Das sind sehr starke Fokuspunkte im Mehrsprachigkeitsforschung. Und dann ist der Vergleich immer mit der Muttersprache. Also Muttersprache wird als Prototyp da vorgestellt, als der ideale Sprecher. Meine Muttersprache ist Griechisch, ich bin perfekt. Ist es aber so? Wenn man eine Muttersprache spricht, ist man perfekt. Hier habe ich ein Beispiel vor einer sehr, sehr langen Zeit. Das ist aus meiner Dissertation. Das Buch wurde veröffentlicht vor 20 Jahren. Ich habe Griechisch als Muttersprache studiert und ich habe geguckt, wie sehr junge, sehr kleine Kinder im Alter zwischen 1,5 bis 3 Jahre, wie lernen sie Griechisch? Und dann habe ich geguckt, wie lernen sie Artikel? Wie erwerben sie Artikel, definite Artikel, indefinite Artikel und Kasus? Und man sieht hier auf der linken Seite im Alter von 1 Jahr, 7 Monate gibt es keine Artikel, aber ein Jahr danach, im Alter von 2 Jahren, 7 Monate, fast 100% dieses Kind hat Artikel benutzt, den definierten Artikel. Also man sieht in einer sehr kurzen Zeit, innerhalb von einem Jahr, dieses Kind konnte fast perfekt Artikel benutzen. Hier mit Kasus, blau steht für Nominativ und rot für Genitiv. Man sieht, der Nominativ wird sehr früh erworben. Mit den ersten Substantiven ist der Nominativ da. Der Genitiv ist ein bisschen später, aber im Alter von 2 Jahren und 6 Monaten kann das Kind Genitiv benutzen. Also bei Muttersprache, wenn das Kind im Lande, im Heimatland die Sprache erwirbt, sehr schnell wird die Sprache erworben. Das ist aber nicht für alles. Es gibt Strukturen, die später erworben werden. Und hier habe ich ein Beispiel von einem Relativsatz. Osographos pou kinigao stratiotis in epsilos. Relativsätze sind komplex, komplexe Strukturen. Und Studien haben gezeigt, dass Kinder in der Vorschule haben sehr Schwierigkeiten mit diesen Strukturen. Und nur wenn man in der Schule geht und auch vertraut mit der schriftlichen Sprache und sehr viel Kontakt mit der Sprache hat, nur dann kann man diese komplexere Strukturen erwerben. Und das sind Syntaxisstrukturen, die komplex sind, aber auch Ausnahmen. Also die Regel kann man intuitiv und sehr schnell erwerben, aber Ausnahmen muss man lernen. Wortbildung, abstrakter Wortschatz, Fachwortschatz, das kommt viel später. Aber ist beim Spracherwerb, bei Muttersprachen, ist es gleich für alle Leute? Und die Antwort ist leider nein. Für Kinder und Erwachsene, die im Heimatland leben, dann können sie die Sprache sehr schnell und mehr oder weniger homogen erwerben. Aber Kinder oder Erwachsene, die nicht im Heimatland leben, sondern in einem anderen Land, bei ihnen ist es nicht so leicht, weil Griechisch in diesem Beispiel nicht die Umgebungssprache ist. Das ist die Herkunftssprache. Also wenn wir jetzt im Kontext von Deutschland sprechen, Griechisch wäre die Herkunftssprache, das wäre die Muttersprache für diese Kinder. Deutsch ist die Umgebungssprache. Es kann die Zweitsprache für das Kind sein oder eine zweite Muttersprache, wenn das Kind zweitsprachig von Geburt auf aufwächst. Also die Definition von Herkunftssprache, das ist eine Sprache, die bei Familien mit Migrationshintergrund benutzt wird, Griechisch in Deutschland. Das ist nicht die offizielle Sprache des Landes und das ist nicht die Sprache, die die Mehrheit der Leute in der Gesellschaft sprechen. Das ist eine Minderheitssprache. Sie wird im Prinzip nicht in der Schule benutzt, in den normalen Schulen, in den meisten Schulen, außer in den Schulen in der Gemeinde oder wenn es Herkunftsunterricht gibt.
Kinder in der Regel entwickeln ihre Literarität in der Regel in der Sprache der Schule. Und wenn die Sprache der Schule nicht Griechisch ist, dann werden sie anfangen zu lesen und schreiben auf Deutsch. Dann müssen sie Griechisch dazu lernen. Und das ist typischerweise die Familiensprache. Die Umgangssprache ist sehr dominant und deswegen ist die Herkunftssprache eine schwächere Sprache. Jetzt, obwohl das der Fall ist, die Mehrheit der Studien zur Mehrsprachigkeit beschäftigen sich nicht mit Herkunftssprachen. Also eine kleinere Anzahl von Studien, wir haben eine kleine Anzahl von Studien zum Thema Herkunftssprache. Also wir wissen nicht sehr viel, vor allem in Europa. Es gibt viel mehrere Studien zur Herkunftssprache in den USA, aber nicht in Europa. Jetzt, warum ist es interessant? Warum sollten wir Forschung zum Thema Herkunftssprache haben? Aus der theoretischen Perspektive, der Spracherwerb von Herkunftssprachen ist ähnlich mit Erstspracherwerb, aber auch Zweitspracherwerb. Und das ist einmalig. Also normalerweise bis jetzt haben wir Erstspracherwerb als getrennt von Zweitspracherwerb beobachtet. Aber jetzt sehen wir jetzt, Herkunftssprachen haben ein bisschen von beiden. Sie sind ähnlich mit Erstspracherwerb, weil die Art und Weise, in der man diese Sprache lernt, ist zu Hause als Muttersprache. Das ist die Sprache, die man in der natürlichen Umgebung in der Familie lernt und nicht in einer Klasse. Gleichzeitig hat es Ähnlichkeiten mit Zweitspracherwerb, weil die Sprachkompetenz nicht unbedingt sehr groß ist. Und es gibt auch sehr viele individuelle Variabilität. Wir haben keine zwei Kinder, die Griechisch als Herkunftssprache haben, die genau die gleichen Kompetenz haben, genau die gleichen Prozesse beim Spracherwerb gehabt haben. Also jedes Kind ist anders. Und es gibt Unterschiede nicht nur im Wortschatz, aber auch in der Grammatik. Deswegen sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass Muttersprachen, wenn man eine Muttersprache hat, das bedeutet nicht unbedingt, dass das die beste Sprache ist der Person, dass das die stärkste Sprache ist. Wir müssen diese Sprachen sehr gut pflegen. Wir müssen die Sprachen fördern. Und jetzt kommt die Frage, wie kann man Kinder fördern, um ihre Sprachkompetenz in der Herkunftssprache zu erhöhen? Und bei der Herkunftssprache ist es immer der Fall, dass wir Spracherwerb in Kontaktsituation haben. Wir haben immer zumindest zwei Sprachen und wir haben einen bidirektionalen Einfluss. Die eine Sprache beeinflusst die andere und es ist ein beidseitiger Prozess. Daraus sind sehr viele Theorien entwickelt und eine Theorie sagt, dass bei Herkunftssprachen haben wir einen unvollständigen Spracherwerb. Denn man hat gesehen, Kinder fangen an, die Herkunftssprache zu lernen, aber das wird nie vollständig, weil die Sprachkompetenz nicht sehr hoch wird. Andere Leute haben eine Theorie entwickelt, dass wir Sprachverlust haben. Also Kinder entwickeln die Sprache, dann verlieren sie die Sprache. Andere Leute haben gesagt, nein, das ist kein Sprachverlust, das ist nicht unvollständig. Das Problem ist, sie kriegen nicht genug Input. Und das Input, die Eltern geben, ist nicht genug. Und dann haben andere Leute gesagt, vielleicht geht es um Sprachwandel. Das Griechische, das man in Deutschland spricht, ist nicht das gleiche wie das Griechische, das man in Griechenland spricht. Das Griechische hier ist vielleicht gefroren auf eine Periode der Eltern, die diese Sprache benutzen. Das ist nicht die Umgangssprache des Griechischen, das man in Griechenland hat. Und grafisch kann man das so sehen, also hier das Orange, die Balken sind für die Muttersprache, zum Beispiel Griechisch. Das wäre Vorschulalter.
In der Regel hat man die Herkunftssprache ziemlich stark, wenn man die zu Hause hat. Die zweite Sprache wäre Deutsch. Also die Kinder, sehr kleine Kinder, wären stärker auf Griechisch als Deutsch. Dann gehen sie in die Schule. Und dann haben wir das Umgekehrte, weil die Schule einen sehr großen Einfluss hat. Und dann graduell fängt man das Deutsche, das ist stärker als das Griechische. Und das wäre dann in der Pubertät. Und dann, wenn die Kinder Erwachsene sind, dann das Deutsche ist die stärkste Sprache, das Griechische fällt zurück. Also das wäre das Konzept. Und jetzt ist die Frage, was können wir dagegen tun? Können wir was tun? Also im typischen Verlauf, das habe ich schon jetzt mit diesem Grafik gesagt, wenn Kinder in der Schule sind, die Schule ist sehr beeinflusst, die Sprache sehr. Und wenn sie in der Schule sind, dann bringen sie auch die Sprache nach Hause. Dann fangen ziemlich oft Familie an, auch auf Deutsch zu Hause zu sprechen. Und der Erwerb der Herkunftssprache kann sein, dass das stagniert oder fällt zurück. Und bei Erwachsenen, die dann die zweite Generation hier in Deutschland sind, sie haben bessere Sprachkenntnisse auf Deutsch in der Umgebungssprache. Was passiert, wenn Sie Kinder haben? Weil für Sie die deutsche Sprache die stärkste ist, dann kann es sein, dass Sie die griechische Sprache nicht mehr mit Ihren Kindern benutzen. Und das bedeutet, in der dritten Generation sprechen die Kinder und die Familie nicht mehr Griechisch. Und in diesem Prozess haben wir einen Verlust der Sprache auf der individuellen Ebene. Und das nehme ich an, sehr viele von Ihnen haben Freunde oder Bekannte, die diesen Prozess durchlaufen sind. Teile meiner Familie auch. Ich habe einen Teil von meiner Familie, die sind nach Deutschland umgezogen in der 60er Jahre. Ich habe jetzt Cousinen und Neffen. Meine Cousinen sprechen immer noch Griechisch, aber meine Neffen sprechen kein Griechisch. Also das kenne ich auch aus meiner eigener Geschichte. Migration aus Griechenland in anderen Ländern hat es immer gegeben und es gibt griechische Leute überall auf der Welt, auch hier in Deutschland sehr stark seit der 50er Jahre. Aber leider gibt es ziemlich wenige Studien, um zu wissen, was passiert mit diesen Leuten, den Erwachsenen und auch mit den Kindern. Und es gibt noch, die meisten von diesen Studien sind im Bereich Grammatik. Wir wissen auch sehr wenig, was passiert in den Schulen. Was ist der Einfluss der bilingualen Schulen? Wie wichtig sind sie? Also wir intuitiv wissen wir, dass sie sehr wichtig sind, aber wir haben nicht sehr viele Studien, die das die Evidenz bringen können. Ich werde ein paar Beispiele geben von den Studien, die wir kennen, über unterschiedliche grammatische Phänomene, um Beispiele zu geben, wie ändert sich die Sprache oder was für Herausforderungen haben Kinder, die Griechisch als Herkunftssprache haben. Ein Beispiel hier ist mit dem possessiven Genitiv. Man hat eine Studie gemacht, um zu sehen, wie Griechisch als Herkunftssprache in Argentinien stattfindet. Und das ist die Studie von Zombolu 211. Und dann gab es um Sätze wie Ekana mathimata ellinikon choron. Dann hat man gesehen, in Argentinien hat man gesagt, anstatt von ellinikon choron, apo ellinikus chorus. Also man ersetzt den Genitiv mit dem präpositionalen mit einer präpositionalen Phrase mit apo. Das ist interessant zu wissen, ist das, weil Spanisch so eine Struktur hat oder ist das ein anderer Prozess? Und man hat eigentlich gesehen, dass auch in Griechenland bestimmte Dialekte diese Präpositionalphrasen haben, anstatt von dem Genitiv. Und
Vor ein paar Jahren, eine Kollegin von mir hat mir auch gesagt, ich benutze diese Präpositionen sehr oft anstatt von Genitiv auf Griechisch. Und das ist auch der Fall. Also bei der ersten Generation, die Sprache auch ändert sich. Aber neulich habe ich gesehen, dass sie auch genau das Gleiche macht. Also auch in Griechenland benutzt man den Genitiv auch ein bisschen weniger heutzutage. Und diese Präpositionen sind sehr stark. Also manchmal sieht man ein grammatisches Phänomen, das klingt ein bisschen anders, aber die griechische Sprache in Griechenland ändert sich auch. Und das ist auch interessant zu sehen. Ein anderes Phänomen, das ist Wortstellung. Also auf Griechisch, wenn man eine für bestimmte Kontexte, wie hier in dieser Frage, Tí έγινε το μολύβι της Μαρίας, man würde sagen, το πήρε ο Πέτρος und nicht ο Πέτρος το πήρε. Natürlich ist zu sagen, το πήρε ο Πέτρος. Also Verb und dann das Subjekt. Auf Deutsch würde man sagen, Petrus hat es mitgenommen. Also man würde Subjekt, Verb, die Verbfolge haben. Das gleiche auf Englisch. Und es gab ein paar Studien, die das untersucht haben in Kanada, USA und England. Da hat man gesehen, also Kinder haben gesagt, O Petrus, du bitte, und nicht du bitte, Petrus. Also da sehen wir den Einfluss der Umgebungssprache in die Herkunftssprache. Ein anderes Phänomen, das ist das Nullsubjekt. So in Sprachen wie Griechisch, wenn wir schon wissen, worum es geht, wir müssen nicht unbedingt einen Pronomen benutzen. Hier ein Beispiel, und Nikos είναι καλός μαθητής, κάθε μέρα διαβάζει τρεις ώρες. Wir sagen nicht, κάθε μέρα αυτός διαβάζει τρεις ώρες. Das nennt man Nullsubjekt. Das Subjekt ist im Kontext. Wir brauchen es nicht zu benutzen. Es gab unterschiedliche Studien, Griechisch in Kontakt mit Englisch, mit Englischen oder auch mit Deutschen. Und man hat gesehen, Kinder in Großbritannien und auch in Deutschland, die Griechisch als Herkunftssprache benutzen, dann würden sie sagen, ο Νίκος είναι καλός μαθητής. Κάθε μέρα αυτός διαβάζει τρεις ώρες. Oder κάθε μέρα ο Νίκος διαβάζει τρεις ώρες. Also denn das Subjekt dann benutzen. Und dann hat man gesehen, das ist wahrscheinlich, um Ambiguität zu vermeiden, aber das ist auch ein Effekt von Sprachgebrauch und ein Effekt von der Schule. Kinder, die in eine griechische Schule gegangen sind, haben das nicht so oft gemacht, als Kinder, die nicht in eine griechische Schule gegangen sind. Also je mehr Kontakt man mit der griechischen Sprache hatte, desto weniger hatte man solche Probleme gehabt. Ein anderes Beispiel ist mit klitischen Pronomen in der Objektposition. Hier ist ein anderes Beispiel. Τι έκανε η Μαρία στο σκύλο, τον χάιδεψε. Also auf Griechisch hat man dieses τον. Das hat kein Stress, das ist ein unbetonter Pronomen, das nennt man klitische Pronomen. Und es gibt eine Studie hier in Deutschland, die gezeigt hat, dass Kinder viel weniger Pronomen aus dieser Form benutzt haben. Dann haben sie gesagt, afton haidepse oder das Kilo Heidepse. Und das ist wieder Effekt aus der deutschen Sprache, die dominant ist. Man hat aber auch gesehen, dass Kinder, die einen sehr guten Wortschatz hatten, haben solche Fehler nicht gemacht. Also Wortschatz hat eine Rolle gespielt. Der Sprachgebrauch, Kinder, die viel mehr Griechisch hatten, benutzt haben, haben solche Fehler nicht gemacht. Und es gab auch einen Effekt von früher Literarität. Kinder, die im frühen Alter in eine griechische Schule gegangen sind, hatten solche Probleme nicht. Also dann sehen wir wieder, dass die Schule, die griechische Schule und der Umgang mit der Schriftsprache eine wichtige Rolle gespielt hat.
Ein anderes Beispiel ist metem genus und Genuskonkurrenz. Auf Griechisch haben wir Konkurrenz zwischen Artikel, Nomen und Adjektiven in genus. Tine pano sto trapezi ένας papagallos ή ο papagallos. Also papagallos ist maskulin, deswegen auch der Artikel ist maskulin. Oder beim Adjektiv die papagallos είναι mikros. Man hat eine Studie gemacht und zwei Gruppen von Kindern hatte, Kinder in Kontakt griechisch-deutsch und Kontakt griechisch-englisch. Natürlich, Deutsch hat auch Genus. Und wenn eine Sprache Genus hat, dann ist es einfacher für die Kinder, Genus in zwei Sprachen zu erwerben. Deswegen in Beispielen ένας papagallos, die Kinder, die Deutsch als Kontaktsprache hatten, haben wie die einsprachigen Kinder in Griechenland, sie hatten ein Profil sehr ähnlich und sie waren viel besser in Genuszuweisung als Kinder in England, weil Englisch keinen Genus hat. Aber wenn es um Genus bei dem Adjektiv ging, dann auch diese Kinder waren nicht sehr gut mit Genus im Adjektiv. Genus im Adjektiv ist ein bisschen komplexer und deswegen war das auch ein bisschen problematischer. Da gibt es auch einen Effekt von Sprachgebrauch und Sprache in der Familie. Kinder, die sehr viele Griechisch in der Familie gesprochen haben, waren viel besser als diejenigen, die wenige Griechisch in der Familie gesprochen haben. Also Familiensprache war sehr wichtig. Hier sind zwei Studien aus einer Doktorandin von mir, als ich immer noch in England war. Sie wollte untersuchen, wie Kinder ihre Lesefähigkeiten entwickeln. Deswegen hat sie untersucht, Kinder in der Grundschule, wie gut können sie Englisch lesen, wie gut können sie Griechisch lesen. Wie gut waren sie in Wortschatz, Grammatik, in der phonologischen und morphologischen Bewusstheit? Was war die Rolle der Sprache in der Familie, die Rolle der Sprache außerhalb der Familie? Und das, was sie gesehen hat, ist, dass bei diesen Kindern in der Grundschule Englisch war stärker als Griechisch, also Griechisch war die schwächere Sprache, obwohl Kinder vor der Schule hauptsächlich auf Griechisch gesprochen haben. Also die Schule hat einen großen Unterschied gemacht. Aber dann hat es auch eine sehr große Rolle gespielt, wie viel die Kinder außerhalb der Familie Griechisch benutzt haben. Also wenn sie Aktivitäten mit Griechisch außerhalb der Familie hatten, Spielgruppen, griechische Filme, griechische Musik, unterschiedliche Aktivitäten, das hat eine sehr wichtige Rolle gespielt und diejenigen, die sehr viel Griechisch außerhalb der Familie hatten, sie hatten auch viel besseren Wortschatz, Grammatik, Lesefähigkeiten. Also dann, das bedeutet, Griechisch ist sehr wichtig in der Familie, aber auch außerfamiliäre Aktivitäten sind sehr wichtig. Ein letztes Beispiel ist aus Deutschland. Es gab eine Studie, wo Kollegen von uns an der Universität in Köln eine Studie gemacht haben, um zu sehen, was für eine Rolle die Schule spielt. Und dann hatten sie drei Gruppen von Kindern. Kinder, die in Düsseldorf in eine griechische Schule gegangen sind. Sie hatten 21 Stunden Griechisch pro Woche gehabt. Es gab eine Schule in Köln, da gab es 8 Stunden Griechisch pro Woche. Und eine Schule in Krefeld, sie hatten nur 2 Stunden pro Woche. Und das waren die Herkunftsunterricht. Sie wollten sehen, gibt es einen Unterschied zwischen diesen drei Gruppen von Kindern, wenn Kinder eine Geschichte erzählen. Sie haben eine Geschichte gehört, dann müssen sie die Geschichte wieder sagen. Und dann haben sie unterschiedliche Sachen gemessen. Erstmal haben sie geguckt, wie ist die Struktur der Geschichte. Ist die Geschichte in einer Weise erzählt,
gab es einen Anfang, eine Mitte, ein Ende, hat jedes Ergebnis, wurde das in Detail diskutiert oder nicht? Also wie einfach, wie komplex waren diese Geschichten? Und die Kinder aus der Schule in Düsseldorf haben viel bessere Geschichten haben als die Kinder in Köln und Krefeld. Das Gleiche war auch für Wortschatz. Der Wortschatz der Kinder, die sehr viele Stunden Griechisch hatten, war viel besser. Wenn es um die Länge der Erzählung ging und die Komplexität der Sätze, dann waren die Kinder aus, das sollte eigentlich hier Düsseldorf, Köln, besser als Krefeld. Ja. Dann waren die Kinder auch aus der Schule in Köln viel besser als die Kinder aus der Schule in Krefeld. Also man sieht, man kann ziemlich viel sagen. Also die Länge der Erzählung war ziemlich lange, aber die Qualität der Erzählung war nicht sehr gut. Also das ist die einzige Studie, die ich kenne, wo man untersucht hat, was ist der Einfluss der Schule, wie viele Stunden Griechisch hat man in der Schule. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, viel mehr von solchen Studien zu machen. Was sind die Lücken? Also ich habe jetzt ein bisschen von unterschiedlichen grammatischen Phänomenen erzählt, aber wir haben viele Lücken. Es gibt sehr viele Sachen, die wir nicht wissen. Der erste Punkt ist, dass die Ergebnisse zwischen den Studien sind nicht unbedingt konsistent. Eine Studie, also ich habe jetzt präsentiert, also ob wir jetzt alles wissen, mit Pronomen ist es so, mit Genus ist es so, aber das ist nicht unbedingt der Fall. Es gibt auch Unterschiede zwischen den Studien, denn jede Studie hat eine andere Gruppe von Kindern untersucht und jedes Kind ist anders. Und jedes Kind hat eine andere Geschichte mit Sprache. Manche Studien sind über Grundschulkindern, andere mit Kindern in der Sekundarstufe. Wir haben keinen Überblick, was ist der Unterschied zwischen Grundschule und Sekundarschule. Wir haben auch keinen Überblick über Stärken. Wir wissen ein bisschen über Schwächen, aber was sind die Stärken von diesen Kindern? Wir möchten nicht nur auf Negatives konzentrieren. Wir möchten auch das Positive hervorheben. Und wir wissen nicht genug über die Rolle des Herkunftsunterrichts, der bilingualen Schulen, der Literarität und auch des literarischen Lernens. Wie wichtig ist es in der Schule, wenn man auch Unterricht in bestimmten, wenn man Literatur im Unterricht mitbringt? Was bringt das zu den Kindern? Was kann man lernen aus der Literatur? Wie kann man die Sprache verbessern, wenn man Literatur im Unterricht hat? Auf der theoretischen Ebene, wir wissen auch nicht, was ist die Kombination zwischen verschiedenen Domänen von Sprache, Phonologie, Aussprache, Intonation, Wortschatz, Morphosyntax, Pragmatik und Sprachgebrauch. Jede Studie hat nur einen Teil der Sprache untersucht. Wie kommen diese Teile der Sprache zusammen? Wir brauchen eine systematische Untersuchung der Variation zwischen Kindern, um zu verstehen, welche Rolle der Sprachgebrauch mit der Familie spielt, außerhalb der Familie, in der Schule, im Urlaub. Kinder, die im Sommer nach Griechenland fahren und einen Monat da bleiben oder 2 Wochen, was ist der Einfluss in ihrer Sprache, wenn sie dann zurück hier in Deutschland sind? Und wir wissen auch sehr wenig über die Beziehung zwischen mündlicher Sprache und schriftlicher Sprache. Sehr oft Kinder, die Griechisch als Herkunftssprache haben, es kann sein, dass sie gute mündliche Sprache haben, aber es kann ziemlich oft sein, dass sie auf Griechisch nicht schreiben können. Und das ist auch wichtig. Wenn man nicht schreibt, dann kann man die Gedanken, wie strukturiert man seine Gedanken? Schreiben spielt eine sehr wichtige Rolle. Wenn man keine Bücher liest, wie erweitert man seinen Wortschatz? Bücher sind sehr wichtig, um den Wortschatz zu erweitern.
Was wir im Prinzip brauchen würden, sind Langzeitstudien, dass wir Kinder von sehr jung ab untersuchen und dann gucken wir, wie das gleiche Kind in die Grundschule, wenn die Kinder in die Grundschule gehen, wie entwickeln sich die sprachlichen Fähigkeiten und dann in die Sekundärstufe. Und dann auch unterscheiden für grammatische Phänomene, die früh erworben sind, wie Genus oder Kongruenz, wie ist die Sprachentwicklung und auch für Phänomene, die später erworben sind, wie Passivsätze, Relativsätze, die lernt man in der Regel, wenn man in der Schule ist. Aber dann, wenn man in der Schule kein Griechisch hat, wie wird man diese Strukturen, diese komplexen Strukturen erwerben? Auf der praktischen Ebene, was man brauchen würde, ist einen Korpus von Sprachdaten, die dann viele Leute benutzen könnten für weitere Studien. Und es wäre sehr gut, wenn eine wissenschaftliche Begleitung von Schulen gäbe, sodass gemeinsam die Forschung und die Schulen gemeinsame Lösungen finden, die den Spracherwerb der Kinder fördern. Der andere Punkt auf der praktischen Ebene ist, wie können wir Familien beraten, wie sie am besten die sprachlichen Fähigkeiten ihrer Kinder unterstützen können. Das machen wir in Konstanz. Wir haben ein Zentrum für Mehrsprachigkeit und da beraten wir Familien über, wie sie ihre Kinder unterstützen. Aber das gibt es nicht in jeder Stadt. Wer kann diese Rolle spielen? Wie können wir die Familien beraten? Und dadurch auch die Rolle des Herkunftsunterrichts, der bilingualen Schulen, der Literarität und des literarischen Lernens erforschen. Ein anderer Punkt, der sehr wichtig ist, ist Kinderärzte. Und ziemlich oft denkt man über Kinderärzte nicht, aber das sind die Leute, die Familien beraten, welche Sprachen sie mit ihren Kindern benutzen sollten. Und sehr viele Kinderärzte sind der Meinung, dass Mehrsprachigkeit für Kinder sehr schwer ist. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Kinderärzte überzeugen, dass Kinder keine Sprachverzögerungen haben werden, wenn sie mehrere Sprachen zu Hause erwerben. Ziemlich viele Kinderärzte beraten, dass die Familie auf Deutsch spricht zu Hause. Und wenn das passiert, dann wird die Herkunftssprache weg. Dann wird das Kind die Sprache nicht erwerben. Uli hat schon gesagt, dass wir ein großes Projekt haben, das heißt MultiMind. Das Projekt ist am Ende Dezember letztes Jahres zu Ende gekommen und jetzt haben wir viele Ergebnisse, die wir veröffentlichen. Das war ein Projekt mit einer sehr großen Anzahl von Universitäten. Unter den Universitäten, das war auch die Aristotelio Panepistimio in Thessaloniki, die mitgemacht hat. Und aus diesem Projekt werden wir jetzt auch ein Buch veröffentlichen über Mythen und Realität über Mehrsprachigkeit. Und das wird für das Publikum, das generelle Publikum sein, so dass Familien dieses Buch kaufen können und Tipps und Fakten über Mehrsprachigkeit lesen können. Und hier sind manche von diesen Mythen. Es gibt Mythen zum Beispiel, dass der Spracherwerb bei mehrsprachigen Kindern ähnlich wie bei einsprachigen Kindern verläuft. Das stimmt eigentlich nicht, denn bei mehrsprachigen Kindern gibt es immer den Kontakt mit der anderen Sprache. Es gibt den Mythos, dass mit mehreren Sprachen Kinder überfordert werden. Das stimmt auch nicht. Kinder werden nicht überfordert. Also hier sind ein paar von den Mythen, die wir in diesem Buch, von denen in diesem Buch wir erzählen. Wir haben auch unterschiedliche Studien und hier ist ein Beispiel von einer Studie, die jetzt über das Griechische haben. Das ist eine Studie um Erzählungen und
Wir rekrutieren Kinder, die jetzt in der Grundschule sind, in der ersten Klasse oder zweiten Klasse. Wir untersuchen, wie erzählen sie auf Griechisch, wie erzählen sie auf Deutsch, um zu sehen, wie die zwei Sprachen in Kontakt sind. Und wenn Sie Kinder haben, die in der Grundschule sind mit Griechisch, Deutsch, dann sehr gerne können Sie über diese Studie ein bisschen lesen und an unserer Studie teilnehmen. Ein wichtiger Punkt, den wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass Spracherwerb eigentlich kein Kinderspiel ist. Spracherwerb ist nicht leicht. Wir denken, das ist leicht für Kinder, aber für Kinder ist es auch nicht leicht. Man muss Zeit investieren, denn wenn man zwei Sprachen erwirbt, man muss Wortschatz in zwei Sprachen entwickeln, Grammatik in zwei Sprachen entwickeln. Das ist nicht einfach. Man muss Zeit verbringen und man muss sich Mühe geben. Mehrsprachige Kinder müssen mehr erwerben als einsprachige Kinder und dafür brauchen sie auch mehr Input. Denn normalerweise kriegt man Input in eine Sprache. In der Zeit, wenn man wach ist, dann kriegt man 100% Input in eine Sprache. Wenn man zweisprachig ist, dann kriegt man 50% vielleicht in einer Sprache, 50% in der anderen Sprache. Wenn man in der Schule geht, dann ist es 80% eine Sprache, 20% die andere Sprache. Wir müssen uns Mühe geben, um mehr Input zu geben, so dass wir diese Herkunftssprachen weiter haben. Und dieser Input sollte in der Familie stattfinden, in der Schule und in der Umgebung. Und das spielt eine sehr wichtige Rolle. Das ist aber sehr wichtig, um Griechisch als Herkunftssprache in Deutschland beizubehalten. Denn wenn wir das nicht machen, dann wird Griechisch nicht mehr als Herkunftssprache in Deutschland gesprochen werden. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt zu nennen. Heute ist der Tag der griechischen Sprache. Deswegen müssen wir die griechische Sprache fördern und pflegen, so dass die griechische Sprache weiter als Herkunftssprache in Deutschland lebt, weiterlebt. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.